So, weiter geht's. Und ich habe gerade noch entdeckt, ich habe die beinahe nicht gesehen, aber hier hinten sitzt Lady Westmacott. Das ist aber auch echt gemein, weil sie ja in ihrem Rollstuhl sitzt und genau hinter dieser Vitrine hier versteckt ist. Also das ist echt fies. Da wollen wir nochmal mit ihr reden, bevor wir dann hier runtergehen, denn ich bin mal gespannt, was sie so dazu sagen wird. Sie ist eine sehr eloquente Frau, das ist ein sehr schöner Ort, um hier nicht wahr? Tiefsinnige Gespräche zu führen. Tausende von Jahren alt und wunderschön. Das ist sie. Sie wurde vor über 50 Jahren bei Theben aus dem Sand gegraben. Ich war dabei. Tatsächlich? Ich lernte dort meinen Mann kennen. Er war Grabungsassistent und wurde vom Grabungsleiter abgestellt, um sich um diese Schriftstellerin zu kümmern. Ich habe in den Jahren danach viele Ausgrabungen finanziert. Hier in Ägypten, im Nahen Osten. Ich besuchte meinen Mann zusammen mit unserem Sohn. Es war die schönste Zeit meines Lebens. Aber ein Museum ist wohl kaum der richtige Ort, um in der Vergangenheit zu schwelgen. Was kann ich für Sie tun? Warum nicht? Warum nicht im Museum? Ich meine, das ist ein Ort der Vergangenheit letztendlich. Und ich finde die echt interessant, die Lady Westmacott. Sie hatten wahrlich ein langes und erfolgreiches Leben, Lady Westmacott. Und was soll das bedeuten, Herr Zellner? Dass ich nun bereit bin zu gehen? Ja, das klang das so, bin ne? ich nicht. Oh, ich wollte nicht. Ich bin hier, weil hier das Leben ist, Herr Wachtmeister. Oder war. Nie habe ich so sehr gelebt wie hier. Kein Ruhm, kein Geld kann das kaufen. Ich verstehe. Verzeihen Sie mir, Wachtmeister Zellner. Einer Frau in meinem Alter, eine Engländerin, steht ein solcher Ausbruch wohl nicht zu. Lassen Sie uns über etwas anderes reden. Das nennst du schon einen Ausbruch? Ihr Sohn, Sie haben nicht viel über ihn erzählt. Oder haben Sie das doch und nannten ihn nur nicht beim Namen? Sie sind ein sehr aufmerksamer Zuhörer, Herr Zähne. Ich habe mich gefragt, warum Sie so viel über Miss Millers unglückliche Ehe wussten. Ich hatte aufgehört, seine Rechnungen in den Kneipen zu begleichen. Hatte aufgehört, Reporter für ihr Schweigen zu bezahlen. Er hat sie kennengelernt und ging mit ihr nach Amerika, um ein neues Leben zu beginnen. Man kann seinen Namen ändern, aber nicht so leicht, wer man ist. Ach so. Das ist seine Oma. Er hat meine Augen, nicht wahr? Der Partout-Roman ist für ihn, oder? Wenn ich Matt schon keinen anständigen Vater schenken konnte, dann wenigstens einen guten Start ins Leben. Wow, also das hätte ich nicht gedacht, aber das ist schön irgendwie. Das ist seine Oma und die Schwiegermutter von Miss Miller, na sowas. Als ich an Bord ermittelt habe, kam ich mir vor wie ein Detektiv aus einem ihrer Romane. Sie hatten Glück. Es war ein ungewöhnlicher Mord. Die meisten Morde geschehen im Affekt oder werden von Dummköpfen ausgeführt. Sie sind uninspiriert, aber Gebhardt hat sich etwas einfallen lassen. Er hätte damit durchkommen können. Ich weiß nicht. Er hat zu viele Fehler gemacht. Er konnte nicht ahnen, dass die Baronin ihre Tür trotz der Müdigkeit von innen verschließen würde. Aber es war ein Risiko. Der Plan war zu kompliziert und er war schlampig ausgeführt. Sie sind aber ein gestrenger Richter, Herr Zellner. Er hätte sie auf dem Nebendeck erschießen und die Waffe in hohem Bogen ins Meer werfen sollen. Ohne Zeugen wäre ihm niemand auf die Schliche gekommen. Wie langweilig. Oder wenn es schon ein komplizierterer Plan sein muss, dann hätte er sorgsamer arbeiten müssen. Hätte alles bedenken müssen, hätte einen Plan B gebraucht. Vielleicht hatte er nicht genug Zeit. Ihm blieben nur Stunden, um den Mord vorzubereiten und durchzuführen. Trotzdem hätte er seine Spuren besser verwischen müssen. Das Tonband, der blutige Laborhandschuh. Nichts davon hätte in der Krankenstation bleiben dürfen. Da fällt mir gerade auf, wir hatten ja, die Waffe wurde ja auf der Gangway gefunden. Das ist immer noch ziemlich merkwürdig, dass die dort liegen geblieben ist. Es sei denn natürlich, Dr. Gebhardt hatte es damals gemacht, um den Verdacht auf den Herrn Kreuzer zu lenken. Aber, weiß ich nicht, ist irgendwie komisch, ne? Naja, egal. Ist ja Vergangenheit, mittlerweile ist es nicht mehr wichtig. Glauben Sie, dass Dr. Gebhardt der Rabe war? War? Halten Sie ihn für tot? Im Brief klang es so, als habe er sich selber gerichtet. Dann ist das Ihre Antwort. Klingt das nach dem Raben, enttarnt zu werden, den einfachen Ausweg zu wählen? Meine Rede, der Rabe begeht keinen Mord, lässt sich erwischen und springt dann ins Meer. Sie wollen nicht, dass es vorbei ist, oder? Es ist meine Chance, etwas Großes zu tun. Sie darf nicht vorbei sein. Immerhin haben Sie den Mord an der Baronin aufgeklärt. Sie sind ein Held. Die Zeitungen sehen das anders und ich auch.
Es fehlt noch etwas. Ich kann mehr erreichen. Vorsichtig, Herr Wachtmeister. Wer zu dicht an die Sonne fliegt, kann abstürzen. Ist das die Geschichte von Ikarus? Ja. Ehrlich gesagt, nein. Also nicht die Geschichte auf der Tafel. Ist griechisch und wurde erst 1000 Jahre später aufgeschrieben. Ich hatte auf den dramatischen Effekt abgezielt. Oh, hat gut funktioniert. Ich wollte gerade sagen, auf der Tafel ist es nicht die Geschichte von Ikarus, aber die, auf die sie angespielt hat, natürlich schon. Denn die Griechen waren ja erst ein Stückchen später. Was wollte ich denn noch sagen? Ich hab's wieder vergessen. Ach so, ja genau. Jetzt hat er natürlich seine Schlussfolgerung, dass das nicht vom Raben geschrieben worden war oder dass Dr. Gebhardt nicht der Rabe war, schön auf sich selbst projiziert, weil er jetzt eigentlich nur den Rückschluss gezogen hat, weil er nicht möchte, dass es vorbei ist. Aber die Ungereimtheiten, die hat er gar nicht mit in Betracht gezogen dabei. Also hat er jetzt irgendwie so ein bisschen aus selbstsüchtigen Motiven jetzt diese Schlussfolgerung gezogen. Na gut, aber er kann ja auch mal ein bisschen zu höherem streben. Nehmen wir einmal an, der Dieb ist noch auf freiem Fuß. Wer ist er? Wenn das hier ein Roman wäre, dann wäre es derjenige, von dem man es am wenigsten erwartet. Soll das ein Geständnis sein, Lady Westmacott? Was wissen wir über den neuen Raben? Er ist ein Mann, der über Leichen geht. Muss es denn ein Mann sein? Und wer sagt uns, dass es nur eine Person ist? Es könnten mehrere Leute sein, die sich gemeinsam als Rabe ausgeben. Also wissen wir überhaupt nichts. Das stimmt nicht ganz. Wir wissen, dass er oder sie hinter dem Auge der Sphinx her ist und vermutlich hier zuschlagen wird. Vorausgesetzt, er oder sie hat sich noch nicht aus dem Staub gemacht. Mir entgleitet die Geschichte, Lady Westmacott. Bald kommt Inspektor Legrand und er wird mich ins Hotel schicken. Dann komme ich heute Abend zur Gala und werde die ganze Zeit hoffen, dass der Rabe den Überfall wagt. Denn schon morgen geht es für mich zurück in die Schweiz. Was wäre das für ein unbefriedigendes Ende der Geschichte? Es wäre kein triumphales Ende. Aber auch nicht das schlechteste. Sie wären noch am Leben, Herr Wachtmeister. Nette Warnung. Es kann passieren, dass du stirbst, wenn du weitermachst. Werden Sie der Gala heute Abend beiwohnen, Lady Westmacott? Aber natürlich. Die Kultur, die festliche Stimmung. Und wer weiß, vielleicht kommt es ja doch noch zu einem spektakulären Überfall. Und Ihre Bootsfahrt? Das Schiff fährt erst morgen los. Und glauben Sie mir, für das hier würde ich die Fahrt auch ausfallen lassen. Wie immer, ein gleichsam unterhaltsames und erhellendes Gespräch, Lady Westmacott. Mir werden unsere kleinen Plaudereien fehlen, Wachtmeister Zellner. Machen Sie es gut. Eben, die lässt sich das doch nicht entgehen, da bei der Gala mit dabei zu sein. So, ich hoffe doch, wir werden nochmal mit ihr reden, denn die Gespräche mit ihr sind wirklich schön, finde ich. Die machen echt Spaß. Ahoi, Matt! Die Statue hat gesprochen! Natürlich. Die Statue hat gesprochen? Ja! Und was hat sie gesagt? Sie hat... Es war... Das ist aber ein schlimmes Wort. Ich weiß. Und auch noch ein englisches. Findest du es nicht seltsam, dass eine altägyptische Statue Englisch spricht? Findest du es nicht seltsam, dass die Statue überhaupt spricht? Das wäre mein nächster Einwand gewesen. Gibt's vielleicht einen Geheimgang hier dahinter? Und da ist irgendwie ein Durchgang, sodass ein Wort hier gekommen ist, durchgefallen ist? Und, spricht die Statue jetzt gerade zu dir? Hältst du mich für bescheuert? Nein, natürlich nicht. Ich dachte nur, vielleicht hast du viel bessere Ohren als ich, solche, die auch Statuen hören können. Du bist mir ein schöner Wachtmeister, Herr Zellner. Hier gibt es ein Rätsel und du machst dich nur darüber lustig. Du hast recht, es ist nur... naja. Glaubst du mir nicht? Na ehrlich mal, du bist ein Arsch. Natürlich glauben wir dir. Wir beide können uns darauf einigen, dass eine steinerne Statue ohne Mund- und Stimmbänder nicht sprechen kann. Ja, darauf würde ich mich einlassen. Okay. Das heißt, du hast etwas anderes gehört und wir müssen herausfinden, was. Oder wen. Roger. Genau. Sehr gut. Ich bin fast ein wenig neidisch auf dich. Mit dem Schiff den Nil hinaufzufahren. Das muss toll sein. Ja, kann schon sein. Du klingst nicht begeistert. Ich glaube, Mom hätte gerne, dass der Professor mitkommt. Und dir ist das nicht recht?
Du kannst es mir erzählen. Was ist, wenn Mom diesen Professor heiratet und dann nicht mehr für die Lady arbeitet? Wir müssten dann in London leben und ich müsste auf eine andere Schule. Ich glaube, das wird nicht passieren. Hast du über einen Sieg gedacht? Du könntest deiner Mutter sagen, dass dir das nicht passt. Sie würde doch nie etwas gegen deinen Willen tun, oder? Ja, du hast recht. Wenn ich nur hartnäckig genug bin, wird sie den Professor schon in die Wüste schicken. Danke. Ah, das müssen wir uns anschauen. Das Auge kommt. Ah, ist das so? Ja, ich habe jetzt mal die andere Option nicht genommen, weil es ist ja ein Kind, mit dem wir reden. Da muss man jetzt nicht unbedingt so hart sein. Bald ist alles vorbei. Dann habe ich endlich Zeit für dich. Wir wollten gleich zurück ins Hotel. Mach nur. Und heute Abend bei der Gala zeige ich dir das Museum, ja? Und hast du dir schon Gedanken wegen der Kreuzfahrt gemacht? Nun, ich weiß nicht recht. Komm schon, trau dich. Wenn er es offen anspricht, dann können sie ja darüber reden. Ich sehe dich nur im Urlaub, Mom. Und jetzt soll der Professor mitkommen, damit ich dich noch weniger sehe? Du hast recht. Es tut mir leid, Professor Lucien. Oh. Ich denke nicht, dass Sie uns begleiten sollten. Aber Mary! Professor, kommen Sie? Wir können ja heute Abend noch mal darüber reden. Hab ich denen das jetzt kaputt gemacht? Das tut mir aber leid. So meinte ich das nicht. Ich dachte, wenn Sie es offen ansprechen... Ich will ein Eis. Eigentlich bekomme ich ja auch noch eins von Wachtmeister Zellner. Nee, eigentlich nicht. Ich habe damals gewonnen, du kriegst überhaupt nichts von mir. Ja, ich wollte jetzt nicht, dass ich denen das so versaue. Also, ich dachte, wenn sie es offen ansprechen, dann werden sie wohl mal richtig darüber reden können und das Ganze ein bisschen ausdiskutieren. Aber nein, die lässt gleich ungefragt sofort das gelten. Na gut, schauen wir uns mal die Schatzkammer an, denn jetzt dürfen wir ja endlich rein. Ein großer Moment. Professor Lucien, Ihr Schlüssel bitte. Ja, also... Machen Sie schon, Professor. Aber Sie müssen wissen, dass... Danke. Was denn? Endlich. Willst du etwas sagen, das ist nicht drin, das Auge? Aber... Professor Lucien? Professor? Ich wollte Ihnen das hier geben. Nun ja, nach dem Einbruch in London, ich dachte mir, das Auge sei auf dem Weg nach Ägypten vielleicht nicht sicher. Also habe ich es heimlich an mich genommen, als ich es in London in den Tresor legen sollte. Aha, wie konnten Sie nur? Ich hatte das Gefühl, ich sollte den Stein nur jemandem überlassen, dem ich hundertprozentig vertraue. Mir selber. Aber der Stein war sicher. Von London bis hier hätte niemand Gelegenheit gehabt, den Stein zu stehlen. Mit Verlaub, Herr Kollege. Wenn dem so wäre, läge der Stein nicht in meiner Hand. Ich gratuliere Ihnen, Professor Lucien. Sie haben alle getäuscht, wie es scheint. Ihnen gebührt die Ehre. War gut. Und vielleicht der Grund dafür, dass der Stein überhaupt noch da ist. Nun, das wäre geschafft. Soll ich Ihnen das Sicherheitssystem erklären, Inspektor? Der französische Botschafter hat nach mir schicken lassen. Ich muss mich dort melden. Die Presse belagert die Botschaft und ich soll Rede und Antwort stehen. Aber heute Abend müssen Sie einfach kommen. Die Ausstellungseröffnung wird das Ereignis des Jahres sein und Sie sind mein Ehrengast. Ich werde sehen, was sich tun lässt. Zellner, lassen Sie sich die Sicherheitsvorkehrungen zeigen. Wir sehen uns heute Abend. Sicher, aber... Warten Sie, Inspektor. Ich komme mit. Nun, da wären wir. Der Inspektor wird die nächsten Stunden Reporterfragen beantworten und ich... Naja. Ich werde Sie nicht lange aufhalten. Ich schaue mich kurz um und lege mich dann aufs Ohr, damit ich für heute Abend fit bin.